Jetzt zeige ich euch ein leckeres Gemüse, asiatische Art, aus Mais und Möhren, Erbsen. Und zwar, wir brauchen erstmal zwei Mais, zwei kleine Möhren. Und allererstens müssen wir den Mais halbieren und klein machen. Dauert einen kleinen Moment. Jetzt die Möhren klein schneiden, also so große wie zum Beispiel der Mais. Erstmal schön schälen. Okay, ich mache jetzt so ein Scheibenschneiden, also ein bisschen dick. Und dann streifen. Und dann kleine. Okay. Und dann braucht ihr unbedingt entweder Pinienkern oder Sonnenblumenkern. Also ich habe heute Kürbiskern genommen. Das ist ungefähr 20 Gramm. Und dann ein bisschen Stückchen Ingwer und zwei Zehe Knoblauch. Das können wir schon jetzt schneiden. Also wenn ihr Ingwer, Bio-Ingwer und schön ganz sauber gewaschen ist, dann braucht man nicht die Schale wegmachen. Okay, und dann hier ist er ja ungefähr 100 Gramm Erbsen, also Erbsen habe eingefroren gekauft. So, jetzt würde ich kurz mal das waschen. Hier eine Pfanne, Pfanne anmachen und also ich nehme immer für das Gemüse heute immer Kokosöl, etwas Kokosöl. Und allererstens die Kürbiskerne kurz anrösten. Und dann Ingwer, Knoblauch. Dann etwas Pfeffer. Löffel Gemüsebrühe. Schön kurz umrühren. Etwas Salz. Jetzt können wir das Gemüse reinmachen. Sojasauce. Ganz einfach, schmeckt wunderbar. Hier 5 Minuten kochen, Deckel zu, dann ist sie gleich fertig. So, schau mal, jetzt ist sie fertig. Also
Also wenn ihr Sesamöl zu Hause habt, ein bisschen Sesamöl rein. Das schmeckt hervorragend. Schau.